Luft- und Weltraum. Alle Fahrzeuge und ihre Bewaffnung kosten 50% weniger bei Kauf, Herstellung und Unterhaltung. Das ist natürlich richtig gut. Nee, nicht Fahrzeuge, sondern Flugzeuge, ja, natürlich, okay. Ja, wir wählen uns, da wir hier nur Europa und Nordamerika wählen können, wähle ich jetzt mal kurz mal Nordamerika. Verstanden, wir kommen nach Hause. Wir werden aber dann im Spiel, denke ich mal, Afrika wählen. Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer, Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind. In der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Taktische Unterstützung unserer Einsätze. Das ist aber scheiße, Junge, echt. Okay. Commander, zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Bin unterwegs. Commander, der Soldat erwartet Sie in der Waffenkammer. Sie befindet sich in der Kaserne. Gut. Soldat Ernesto Graza. Nur ein Soldat des Delta-Trupps ist lebend vom letzten Einsatz zurückgekehrt, Commander. Und ich denke, er hat eine Beförderung verdient. Beförderung, Symbol neben Fähigkeiten, weist darauf hin, dass sich ein Soldat eine Beförderung verdient hat. Viele Fähigkeiten, um diesen Soldaten zu befördern. Okay. Wie Sie wissen, Commander, ist jeder Soldat anders. Dieser Soldat hat eine besondere Begabung für schweres Geschütz. Da er weiterhin am Kampfgeschehen teilnehmen wird, sollten wir den Schwerpunkt seiner Ausbildung auf dieses Gebiet legen. Genau, neue Ausbildung aus dem Raketenstart. Kann mit einem ausgerüsteten Werfer eine Rakete abfeuern, allerdings nicht nach einer Bewegung und nicht mehr als einmal pro Einsatz. Dieser Soldat wird nun zusätzlich zu seiner Standardwaffe einen Raketenwerfer tragen. Die Aliens werden ziemlich überrascht sein. Oh, Dr. Valen erwartet Sie im Forschungslabor, Commander. Es scheint wichtig zu sein. Commander in die Forschungslabore. Ah, Dr. Valen. In die Forschungslabore. Die Frau, die immer unmögliche Sachen von dem Commander erwartet. Guten Tag, Commander. Mein Name ist Dr. Valen. Ich leite das Forschungslabor. Hier werden alle Forschungen und Entwicklungen der XCOM durchgeführt. Wir haben mit der Auswertung der Artefakte aus unserer ersten Begegnung mit den Aliens begonnen. Aufgrund der vorläufigen Ergebnisse nehmen wir an, dass wir damit neue Ausrüstung für unsere Soldaten entwickeln können. Mit Ihrem Einverständnis beginnen wir sofort mit den Untersuchungen. Okay, was können wir machen? Wir können... Nee, das können wir nicht machen. Cinebiologie. Wir können hier Waffenfragmente untersuchen. Diese Fragmente sind alles, was wir von den mächtigen Alienwaffen übrig geblieben ist, die wir gefunden haben. Weitere Forschung können uns zu Fortschritten bei einigen Waffenentwicklungen verhelfen. Oder Alienmaterial. Diese Aliens scheinen Material zu benutzen, das leicht und stärker ist als alles, was wir bisher gesehen haben. Eine erste flüchtige Untersuchung hat uns schon auf mehrere Ideen gebracht, wie wir diese Panzerrüstung unseren Soldaten verbessern können. Aber dafür ist noch einiges an Forschung nötig. Ja, machen wir mal Waffenfragmente. Nein, Waffenfragmente, nicht über Xenobiologie. Danke, Commander. Die Forschungen werden einige Zeit dauern. Wir benachrichtigen Sie, sobald wir fertig sind. Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Es scheint, Sie werden anderswo gebraucht. Auf Wiedersehen, Commander. Falls Sie während Ihrer Einsätze weitere Artefakte finden sollten, würde ich mich sehr freuen, Sie untersuchen zu dürfen.
Commander zur Einsatzleitung. Commander zur Einsatzleitung. Was ist denn los? Der Feind stellt uns auf eine harte Probe, Commander. Zwei verschiedene Länder wurden gleichzeitig angegriffen. Wir können uns nur um eine Sache kümmern. Das Land, dem wir helfen, wird unser Projekt unterstützen. Aber in dem Land, dem wir nicht helfen, wird die Panik weiter ansteigen. Das ist keine leichte Entscheidung, Commander. Aber Sie müssen sie treffen. Entführung gemeldet, okay. Wie der Officer Bradford eben schon gesagt hat, wir können uns nur um eine von beiden kümmern. Und ja, dem anderen ist der Untergang geweiht, so ähnlich. Im Spiel selbst, glaube ich, werden es immer drei sein, das heißt, da wird es noch ein bisschen kritischer. Nicht nur zwei. Was haben wir denn hier? Also erstmal will Dallas, Texas, USA. Da werden welche. Also Panik haben erst einen, also das ist relativ wenig. Leicht, und dafür bekommen wir dann vier Wissenschaftler, wenn wir es machen. Erfolgreich schafft natürlich. Shanghai, China sagt auch leicht, aber dafür kriegen wir 200 Kohle. Das ist jetzt nicht wenig. Ich glaube, wir gehen nach... Gehen wir nach China. Verstanden. Die Truppen erwarten Sie im Hangar. Commander, bevor wir unseren Trupp entsenden, können Sie wählen, welche Soldaten dabei sein sollen. Ich habe unseren Veteranen einberufen. Mit seiner Kampferfahrung ist er auf dem Schlachtfeld von unschätzbarem Wert. Schön. Jetzt wird gleich mal ein Sturmsoldat, ein Sniper, ein Heavy und ein Supporter dabei haben. Ja. Im Spiel werde ich diese Soldaten übrigens umbenennen. Und zwar in Freiwillige. Die, oder meine Freunde halt, die sich dazu bereit erklärt haben. Und da wir da gerade mal, glaube ich, schon so war, das machen können, will ich gerade noch... Kann ich die hier irgendwie... Kann ich nicht, oder wie? Nee. Ich glaube, ich kann sie mit... Ja, schade. So würde ich sie jetzt irgendwie umbenennen. Ich mal. Geht nicht, okay, das bleiben sie halt so wie wir sind und dann starten wir mal einen Einsatz. Schade. Schade. Na gut. Das typische, wir fahren zum Einsatz. Sequenz oder so. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Angriff beginnen. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Eine lokale Übertragung deutet darauf hin, dass die Aliens in einem großstädtischen Gebiet operieren. Wir müssen darunter und alle Feinde ausschalten. Operation der König. Finden Sie den Entführungsschauplatz und identifizieren Sie die Gegner. Schalten Sie alle chinesischen Aliens aus. Jo. Machen wir doch glatt. Halt, Soldat. Ehe du vorrückst, wollen wir sehen, was in dem Gebäude ist. Dein Kamerad ist näher dran. Soll er sich das ansehen? So, Tab. Stürmer soll da hingehen, okay. Hätte man leicht an der Schrotflinte, die er ausgerüstet hat. Stürmer haben immer Schrotflinte. So, und jetzt? Gut. Jetzt mach die Tür auf. Leise, damit du dem Feind nicht deine Position verrätst. Genau, leise. Ganz wichtig. Oh. Okay. Jetzt geh drinnen in Deckung. Ich will jetzt hier auf Overwatch gehen, also das Überwachen und nicht erstmal nochmal weiter reinsprinten, aber okay. Okay, jetzt will ich einen Mann auf dem Dach des Gebäudes haben. Schau mal, ob du darauf kommst, Soldat. F4C. Aufgepasst! Der Feind rollt an! Frieden! So. Darf ich selber, okay. Das ist... One ist Schinkerborg. Wer ist der scharfe Schütze? Dann
Unterstützer. Der geht. Geht. Ja, geht hier hin, ne? Dann auf Overwatch. So, und Park. Ist hier hin. Und machst Entdeckung. Dann schaust du da nicht mehr in Feldposten stellen. Geht da nicht. Das ist schon bewegt, hätte ich das nicht. Was macht er jetzt? Ah. Eine Gedankenverbindung von den Spezialfähigkeit von denen. Damit erhöht er das Leben seines Kameraden und seine Stärke. Ah, trifft. Sonst nur 2 Schadenspunkte. So. Sieht natürlich beide 80%, 69%. Besonderheit, wenn wir den treffen, der das macht, also wir stehen hier mit 69%, dann tötet es den hier auch noch gleich mit, also den hier. Probieren wir mal den hier. Jawoll. Und bam, mit. So wird's gemacht. So, jetzt haben wir noch unseren Chinetsko. Wer ist der? Chinetsko. Wann kommt denn der Typ? Mach mal auf. Gut. Und dann gehen wir hier ans Fenster. Und machen Overwatch. Der Herr Park. Ist nochmal unser Unterstützer. Aber ganz hinten will ich neu hinstellen. Hier geht's hin. Also es ist nicht so, dass der Unterstützer nur irgendwie ganz halt nur hinten stehen muss. Ich kann ihn auch vorne hinstellen. Das sind dann die aggressiven Unterstützer. Wo schaut schon natürlich aufs Dach, da sehen sie am meisten. Und jetzt sind die Aliens dran. Machen zum Glück nichts. Die erwähnenswert wäre unser Ernesto darf noch mal, wir stellen ihn hier hin, nur halbe Deckung, nur halbe Deckung ist etwas, na gut, aber wir können ihn nicht auf dem Dach lassen, da dahin gehen. Gut. Dann machst du nochmal Feldposten. Gut, jetzt ist unser Stürmer dran. Ihn stellen wir am besten hier hin. Und eure Feldposten. Unser Park geht auf Feldposten. Und unser Unterstützer. Die können komischerweise am weitesten laufen, weiter als Stürme eigentlich. Mach ich nicht. Geh erstmal nur hier hin. Und auch etwas. Okay, Aliens, was machen die? Nichts von Bedeutung, okay. Also erstmal mit unserem Stürmer ziehen. Geh du mal hier hin. Und mach Feldposten. So, den will ich noch aufsparen, den Sniper. Unser Heavy geht inzwischen mal hier hin.
und machen ebenfalls Feldposten. Unterstützer, was macht der mal? Der kann sich mal hier in volle Deckung benötigen, auch wenn er dafür spurten muss, aber okay, weiterhin hier Feldposten für unseren Sniper. Okay, immer noch nichts. Stürmer. Gehen wir hier in volle Deckung. Und Feldposten. Nee, erst mich noch mit anderen Leuten ziehen. Hier hin. Oder wir machen das so, wir gehen hier in Mavi. Und gehen hier auch auf Feldposten. Ja, Feldposten. Und unser Stützer. Hier in Verdeckung. Ein beunruhigender Anblick, wie mir gesagt. Schwer zu sagen, wo das organische Gewebe aufhört und die Maschine anfängt. Schönheitspreise gewinnt das Ding nicht, so viel steht fest. 100%, das nehmen wir doch gleich mal. Schwiebe, ist zu viel Schaden immerhin. Der hat für den, ja, passt. 6 Schaden kriegt sogar kritische Treffer. Ah, unser, dafür ist Overwatch gut. Okay. Sniper hat daneben geschossen, aber weil unser Heavy schon getroffen hat. Deswegen Overwatch, damit, wenn es Feinde bewegen, dass sie sofort abgeschossen werden. So, unser Heavy ist dran. Kann aber erstmal nachladen. Er braucht unseren Zug. Oh yeah. Aber okay. Unser Sturm geht hier in Volldeckung. Und macht Overwatch oder Feldposten, wie es heißt. Feldposten. Bleib nochmal da, bis wir alle in Position stehen. Gut, unser Heavy kann nachziehen in Volldeckung hier. Und fällt. Unser Stürmer. Dann ist nur halbe Deckung hier. Halbe Deckung, halbe Deckung, halbe Deckung. Hier ist nichts mit Flott. Okay. Aber dafür sind der Stürmer gedacht. Sondern voll vor Stürmen, also halbe Deckung, mein Freund. Da geht weiter auf Feldposten hinten, unser Scharfschütze. Unser Supporter bleibt da, wo er ist. Unser Heavy rückt nach und volle Deckung. Gut. Mach ihn Overwatch. Oder fällt aus den. So, unser Stürmer muss stürmen. Ist der Gipfel erst beim Haus. Aber bis hierhin erstmal Feldposten. Sniper bleibt auf Feldposten. Und auch unser Supporter bleibt auf Feldposten. Nee, erstmal mit meinem Stürmer will ich vorrücken. Der soll mal hier ans Haus gehen. Soll ich eine Tür öffnen? Leise, das verbraucht keinen Zug. Auf. Scheint nicht Sinn sein, also erstmal
Feldposten. Unser Sniper macht Feldposten. So, unser Supporter geht hier hin. Scheint ja erstmal nicht so sein großes, also brauchen wir auch nicht um in Volldeckung, aber unser Heavy geht hier in Volldeckung. Wir werden schon was bekommen. Auch hier machen wir Feldposten. Okay, hier ist das Ende der Karte. Müsste dann quasi hier irgendwo drin sein. Okay. Mein Stürmer sagt dazu folgendes. Hier rein. Und mach Tür auf. Dieses Alien sieht uns Menschen sehr ähnlich. Ah. Vielleicht verwenden sie es als eine Art Infiltrationseinheit. Ich empfehle, es für genauere Untersuchungen gefangen zu nehmen. Er ist ein Thin Man. 58%? Könnte man mal probieren. Boah, super. Das mit einer Schrotflinte. Die Entfernung, ne? Ja, da soll der Feldposten gehen, unser Scharfschütze. Aber bekommt es da einen, dass er da einen sehen kann. Da bräuchte er bessere Skills dafür. Okay, unser Supporter muss nachrücken. Können wir mal hier hintergeben, Supporter. Wenn er schon so weit gehen kann. Machen wir davon mal Gebrauch. Sieht ihn sogar von da. Heavy! Hier in Verdeckung. Okay, was macht unser Thin Man, unser dünner Mann? Schießt auf unseren Stürmer, aber hat kein Zielwasser drin. Deswegen schießt er vorbei. Das ist gut, dass er vorbei schießt. So. Wie weit kann unser Supporter rennen? Nicht sehr weit, aber er geht hier in halbe Deckung. Ist er immer noch da? Ja, er sieht ihn noch. Und was haben wir da für eine Chance? 40%. Naja, okay. Probieren wir es mal. Ja, er trifft aber nur 2 Schaden, das heißt, er steht noch. Okay, unser Stürmer, kann der nochmal? Danke, dass du nochmal nicht kooperiert bist, Kamera. Was hat er jetzt auf den hier noch? Er hat noch gleich eine Chance, 30%, gut. Die können wir erhöhen, indem wir uns einfach mal uns direkt neben ihn geht leider nicht, okay. Das heißt aber, wir können uns zumindest schon mal... Das ist auch scheiße. Geh hier in Volldeckung. Und probieren wir 45%. Ist nicht viel, aber... Jawohl. Gut. So könnte es immer laufen. Keinen verloren. Und alle Aliens weg. So hoffe ich zumindest, dass unsere Let's Play dann auch so weit ausgehen werden. Keiner befördert, schade. Unser Ernesto Garza ist 9 Tage verwundet. In diesem Scheiß-Tweet, okay. Die sichergestellten Artefakte werden abgeladen und das Forschungsteam erwartet ihre Befehle. Auf ihre Anordnung hin fangen wir an, Commander. Ja. Zeit haben wir bekommen, aber Pani macht sich in ganz Nordamerika breit. Da wir da ja nicht in der Texas waren, also der das. So, also Zeitung. Commander, es gibt eine neue Entwicklung. Es ist definitiv etwas runtergekommen. Das Alpha-Team ist bereits unterwegs. Habt
ihr Sichtkontakt am Absturzort. Ja, das kann man wohl sagen. XCOM Enemy Unknown. Genau. Unsere letzte Hoffnung erhält ich am 9. Oktober in Nordamerika und am 9. Okay. Ja genau, das war die Idee von XCOM Enemy Unknown. Wir haben gesehen, im letzten Bildschirm ein UFO. Ja, die werden wir auch noch zu sehen bekommen in den Spielern. Da müssen wir sie, glaube ich, das habe ich auch zur Hälfte auch abschießen. Nicht nur Gedanken zu sehen, also das wird dann nochmal extrem interessant. Also, meine Bitte an euch noch, letztes Wort: Wer Interesse hätte, sich als Soldat zu verpflichten bei mir quasi oder in einem Soldaten von mir seinen Namen zu geben, dann kann er sich doch bitte bei mir melden. Ich sagte, es gibt schon ein paar Plätze, die sind belegt. Was ich noch bräuchte, wären Unterstützer und Heavies. Bei Sniper und Stürmer habe ich schon, die würden auch reichen für das Spiel. Nur Unterstützer und Heavies wollte ich noch. Also, wenn ihr euch dazu in der Lage seht, dass ihr da irgendwie meint, das wäre doch ganz okay, wenn ich da mal mitmische, dann schreibt mir. Bis dahin, danke ich euch fürs Zusehen, fürs Andecken und da sehen wir uns. Reicht schon dann bei XCOM Enemy Unknown. Mein Name war Star Micro. Bis zum nächsten Mal.